sind wir wieder. Wir stehen hier in Bourges oder so ähnlich, wie der Ort heißt, wo wir halt das letzte Mal stehen geblieben sind. Ich habe das Fahrzeug gewechselt. Ich habe hier einen oder meinen Volvo VNL 670 in einer Tarnlackierung und habe so ein bisschen was, ein paar Kleinigkeiten verändert, die gerade da fehlt die Beleuchtung. Okay, dann ich gerade mal, dass ich das vielleicht noch ändere, weil das sieht hier irgendwie ein bisschen komisch aus. Gerade gucken. Das. Damit wir das dann ja alle gleich haben. Das war's. Dann muss man das für beide Seiten gleich machen. Okay. So, jetzt sieht das Ganze gleich. Na, ihr seht, man kann hier also an dem VNL 670 jede Menge Sachen verändern und zum Beispiel hier auch die Achsen auf 8 oder auch beziehungsweise auf 4 Achsen verändern und solche Scherze. Und ja, ich habe jetzt aber erstmal meine Beleuchtung hier. Wartung brauche ich glaube ich nicht. Nein, der Wagen. Das Fahrzeug ist noch in einem sehr guten Zustand. Und ja, ich hatte mir auch schon eine Fracht ausgesucht. Darum auch das Lackierung. Nämlich, wir fahren nach Paris mit einer Panzerhaubitze der M109 A6 im Paladin mit 24 Tonnen. So. Dann steigen wir mal ein im Innenraum, ne, so die üblichen Accessoires, ne, Beifahrerin, Kühlbox, meine Schlüssel liegen in der Mittelkonsole, da oben ein bisschen was zu knabbern, eine Lampe, Taschenlampe, Karte, bisschen was zu trinken und dann sagen. Wollen wir mal losdüsen. Sitzposition werde ich aber noch ein bisschen. Oh, ich sitze schon ganz hinten. Okay. Sitze schon ganz hinten. Da ist das dann. Aufladeort, das ist ganz gut. Das bestätigen wir noch mal. Frachtort, unsere Panzerhaubitze. Da steht sie auch schon.
aussatteln. Ausrichtung von dem Laufen ist unbedingt so gefällt, aber okay. Na, dann wollen wir mal losdüsen. Route ist eingezeichnet, somit geht's jetzt ab nach Paris. Da biegen wir aber ab. Da ist ein schönes Stoppschild. Da sollten wir dann auch das dementsprechend halten. Okay. Da waren wir ein bisschen forsch unterwegs. So. Ich finde den Volvo hier einfach nur klasse. Auch wenn man jetzt von der Schnauze vorne nicht ganz so viel sieht. Warte mal. Bisschen wegsetzen. Ich hoffe, man hört mich noch. Ich werde mal das Mikrofon einen kleinen Tick näher holen. Und so, wir müssen linksrum raus. Okay. Ja, richtige Blinker. Auch Paris ist sogar schon ausgeschildert. Auch nicht schlecht. Ja, da fahre ich jetzt aber da durch, weil andere, da muss ich uns erstmal zu sehr durchquetschen, da habe ich jetzt keine Lust zu. So. Und ab dafür. Ich fand das natürlich, wir haben es in meinem letzten Video, in meiner letzten Tour, ja, mitbekommen, ich habe über jemanden gesprochen, über einen Disliker, und er hat nichts gelernt. Er hat dann daraufhin das erste Video dann auch gedisliked. Naja, was soll ich da jetzt großartig zu sagen? Außer, Dankeschön. Wenn derjenige meint, dass ich mich darüber aufrege, dann mir das sehr, sehr traurig, sehr leid für dich, aber da reg ich mich eher überhaupt nicht drüber auf. Ganz im Gegenteil, ich kann mich da wirklich nicht drüber amüsieren. Die Tage werde ich mir jetzt auch um meinen havarierten PC kümmern. Den Mainboard. Verkäufer, wo ich das Mainboard her habe, habe ich schon angeschrieben. Und werde dann das Mainboard einschicken zur Überprüfung. Ich habe mich auch jetzt mal ein bisschen schlau gemacht im Internet. Es könnte sein, dass es nicht das Mainboard ist, was defekt ist, sondern was dass es halt der Prozessor ist, der da einen Schlag wegbekommen hat. Das finde ich dann nicht so prickelnd, weil das war eine Aktion, die, naja, da muss ich mir irgendwas einfallen lassen, wie ich das dann mache, weil der Verkäufer scheint wohl etwas problematisch zu sein. Aber das werden wir sehen. Halte euch, was meinen neuen PC auch angeht, auf dem Laufenden. Ich habe jetzt erstmal
ne, meinen alten PC jetzt wieder fit gemacht. Ich bin, war ja schon mit meinen ganzen Daten umgezogen. Was mir halt leider Gottes fehlt, sind die ganzen Daten, die halt auf C, auf der Windows-Ebene gespeichert waren. Entschuldigung. Die Nacht war leider was kurz, diesmal bin ich sogar wirklich müde. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Es war eigentlich so, dass ich das bei einem deutschen Händler gekauft habe, den Prozessor. Ja, der wurde dann aber, nachdem ich ihn dann angeschrieben habe, wo die Lieferzeit vorbei war, ihr kennt mich und Brücken. Ihr kennt es, ne? Ich muss einfach, also... Sieht aber schon richtig nice aus. So, Tiefenschärfe mit verhinten. Schön. Brücke mit drauf haben. Sieht doch klasse aus. Direkt wieder aus Gas, Lenker in der Hand. Und weiter geht's. Na, wie gesagt, der hat dann den Prozessor aus Italien geliefert und da muss ich jetzt mal gucken. Weil es die Überprüfung angeht, da muss ich mir gerade mal ein bisschen an den Augen reiben. Ja, je nachdem, was die Überprüfung von dem Mainboard ergibt, werde ich mich dann wohl doch mit dem Verkäufer da kurz schließen müssen. Und ja, mal gucken, was sich dann da ergibt. Aber wie gesagt, ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, dass ich da den neuen PC recht bald wieder ans Laufen bekomme. Bin ja froh, dass ich jetzt meine Spieldaten zumindest wieder drauf zugreifen konnte. Weil die hatte ich auf normalen Festplatten Gott sei Dank zwischengespeichert. Und zwar in einem RAID-Verbund agieren, ne? Das war noch... Ja, super. Danke. Die zwar in einem RAID-Verbund agieren, ja, die hatte ich dann über den Datenträgermanager, weil über die Datenträgerverwaltung heißt es ja, zu einem Storage Place zusammengefügt. Zwei Laufwerke, sodass das halt ein Laufwerk ergibt. Der Vorteil davon war, beziehungsweise halt ist halt, dass es ein Laufwerk ist. Was mir nur halt zu dem Zeitpunkt nicht bewusst war, ist, dass wie sich das verhält, wenn ich den in einen anderen wenn ich das bei den Festplatten in ein anderes System übernehme, ob der dann das Storage Space erkennt, also diesen Storage Pool, und ob ich dann auf alle Daten zugreifen kann. Das war halt Gott sei Dank der Fall, dass so, dass ich dann halt, nachdem ich die beiden Festplatten rübergenommen habe in den alten Rechner, dann halt diesen Datenträgerverbund importieren konnte und dadurch konnte ich dann auf alle Daten zugreifen. Dadurch sind mir dann halt die Spielstände und so weiter nicht abhanden gekommen. Das heißt, ich muss hier mit ETS und so weiter nicht komplett neu anfangen. Finde ich schon mal ganz praktisch.
auch das hier ist wieder eine recht kurze Fahrt. Ich weiß jetzt gar nicht, etwas über 200 Kilometer waren es, glaube ich. Und ich guck da mal. Boah, was so ist. Also diesmal bin ich wirklich müde. Die Nacht war irgendwie recht kurz. Ich konnte nicht richtig schlafen. War zwar zeitig im Bett, aber ich habe nur wach gelegen, habe mich hin und her gewälzt. War nicht so toll.